Paraguay, ja. Verrücktes Land. Alexandro Peter Bieber, geboren in Paraguay. 9. Juni 88. Okay. Ja, Paraguay hat schon seine Stories. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich bin im Chaco geboren. Ich liebe den Chaco. Ich habe selber meine Erfahrungen mit dem Chaco. Für mich vielleicht ist es etwas normaler oder einfach mal gesagt, ist einfach selbstverständlich, wie man hier lebt oder wie man überlebt. Ich habe meine Erfahrungen, als ich war 15 Jahre alt. Ich hatte meine Probleme in der Schule. Studium war für mich nicht mein Lieblingsding. So, dann haben die mich rausgeschmissen aus der Schule. Da hat mein Vater mich arbeiten geschickt, weit weg von zu Hause, als ich 15 Jahre alt war. Also 200 Kilometer ab von zu Hause, mitten im Busch. Da hatte ich eine ganz gefährliche Erfahrung. Ich war dafür fast 7 Tage alleine. Wir haben da Wasserlöcher gemacht und die Schippe ist kaputt gegangen. So, mein Kollege ist weggefahren, um die zu reparieren, ja, und ich bin da dann alleine geblieben. Ich hatte da eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. Wir hatten da so 200 Liter Tonnen, von wo wir haben einen Schlauch Wasser angesaugt, um trinken zu können, Wasser. Und dann am 5. Tag, als ich da alleine war, dann hab ich den Schlauch angesaugt, Wasser rauszuholen. Und da hat mich dann eine Biene drinnen im Hals gestochen. Ich dachte, ich würde sterben. Und das Schlimmste war die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Für mich war das eine ganz brutale Erfahrung. Was für viele andere vielleicht 50 Jahre vorher oder noch länger vorher ein Spaß ist.